Hallo meine Lieben, ich grüße euch wieder herzlich hier auf meinem Kanal Cosmic Matrix mit den Engelkartenlegungen. Ich lege dir hier die Wochenenergie und die Liebesenergie zusammen auf aus Zeitgründen, aber der Schwerpunkt ist hier wirklich in der Liebe, also du und dein Gegenüber. Und hier oben habe ich so die Wochenenergie etwas zusammengefasst und ich bitte um Mitgefühl und Verständnis, dass das so ist jetzt, weil ich am Wochenende ja eine große Geburtstagsfeier vorbereite, meine eigene, und irgendwie ganz viel noch im Kopf habe und deswegen mache ich das jetzt halt so und bitte einfach um Verständnis. Genau, ich habe gedacht, die Liebe kann man jetzt nicht irgendwie reduzieren, aber die Wochenenergie ist ja auch hier mit dabei, also. Aber die Liebe hätte man jetzt nicht weglassen können, das wäre jetzt gar nicht gegangen. Okay, also wenn du noch nicht auf meinem Kanal dabei warst, dann begrüße ich dich herzlich. Schön, dass du hier vorbeischaust und wenn es dir gefällt, kannst du mich gerne kostenlos abonnieren. Genau, dann, was möchte ich denn noch vorab sagen? Wenn du hier noch nicht warst, ich mache vorneweg eine kleine Meditation. Man hat hier Auswahlmöglichkeiten zwischen drei Steinen. Also es gibt heute so einen milchig-weißen Stein, dann gibt es einen Bergkristall und hier einen, wie auch immer er heißt, rosa geschichteten Achat. Also vielleicht ist es dieser Botswana-Achat, ich bin mir immer nicht sicher, ob das dieser grüne ist oder dieser. Jedenfalls sind das alles sehr helle, hochschwingende, wunderschöne Halbedelsteine. Ich mache diese kleine Meditation, lade dich da ein, wenn du mitmachen willst, mitzumachen. Geht ganz kurz nur. Was möchte ich denn noch vorneweg sagen? Genau. Ja, wenn du noch eine Buchung machen möchtest bis Anfang August, dann wäre es ganz gut, dir jetzt einen Termin auszumachen. Mein Terminplan füllt sich schon langsam mit Terminen. Und ich habe ja noch Yoga-Kurse auch noch bis der August beginnt. Also, so du das schon länger vorhast und möchtest, bitte ich dich, das jetzt dann bald zu machen, weil sonst ist dann voll und in den Ferien. Ich werde eine längere Sommerpause machen, wo ich schon versuche, Readings hochzuladen, vielleicht auch in so einer Form. Und vielleicht, wenn ich zwischendurch hier daheim bin, auch mal eine Notsitzung reinschieben kann, wenn es irgendjemand ganz schlecht geht. Genau, weil wir einfach auch mal Pause brauchen und das Yoga-Festival in Frankreich wartet und da gibt es einfach viel Yoga. So, du da bist, können wir uns vielleicht sehen und kennenlernen. Ja, würde mich ja freuen, den einen oder anderen mal persönlich zu sehen. Manche kenne ich ja schon und bin ich auf euch gespannt. Gut, dann starte ich jetzt aber. Also du kannst ja gerne mal meine Webseite auschecken. Wir sind gerade dabei, die PayPal-Knöpfe einzubauen. Dadurch wird sich alles nochmal umstrukturieren. Das dauert dann wieder. Das müssen wir nochmal die ganze Webseite nochmal ein bisschen umbauen, dass das ein bisschen übersichtlicher ist, weil in den Jahren halt immer mehr Dinge dazugekommen sind, die ich mache. Sonst sieht man irgendwie gar nicht mehr durch. Also ich bin dabei. Wir haben die PayPal-Knöpfe schon programmiert. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch logisch ordnen. Und daher bitte ich euch um Verständnis, dass es im Moment noch mit Überweisung geht. Aber das klappt ganz gut, auch vom Ausland bisher gibt es keine Probleme. Also von daher gibt es, also wenn es ganz schnell sein muss, kriegt man das Ganze innerhalb mit Anfrage, Termin, Überweisung innerhalb von einer Woche hin. Das sollte kein Problem sein. Gut, dann starten wir jetzt mal los. Setz dich doch bitte mal aufrecht hin. Und schließe gerne deine Augen, beginne etwas vertieft in deinen Bauch hineinzuatmen. Atme ganz frische Energie ein und alles Verbrauchte aus. Und nochmal atme ganz frische, reine Energie ein. Und düstere Energie, schwere Sorgen aus. Löse dabei auch die Schultern, atme nochmal ganz viel frische Energie ein. Und alles, was gehen darf, atme aus. Wunderbar, lass auch gerne deine Augen geschlossen, wenn du möchtest und hier mitmachst. Und lade gerne deine Engel für die Liebe ein, deine Schutzengel, deine Vergebungsengel, deine Heilungsengel
alle heiligen Schutzpatronen, mit denen du gerne arbeitest, lade sie ein, hier zu sein, so dass du auch immer besser mit deinen Gefühlen, mit deinem Herz in Kontakt kommst und heil sein kannst, die Liebe wieder zulassen kannst. Und wenn du jetzt weiterhin atmest und die Augen geschlossen bist, entspannt bist, die Beine parallel hast, Wirbelsäule aufrecht, Arme parallel, bitte dann doch um die Information, welchen Stein du wählen kannst, oder links, Mitte, rechts. Genau, spür einfach genau hin oder achte auf innere Impulse oder welche Farbe dich angesprochen hat. Milchig weiß, klar durchsichtig oder rosa weiß. Gut, atme entspannt, ich schlag die Klangschale. Atme noch einmal ganz tief ein und alles aus. Öffne gerne deine Augen, schau, wo dein Blick als erstes hingeht und dann entscheide ich dafür. Genau, manche haben ja immer das Gefühl, dass der Partner auch über Kreuz liegt, eigentlich liegt er ja darunter. Solltest du den Impuls haben, dass deine Augen von einem Stapel schräg rübergehen, dann kann das auch möglich sein. Du kannst auch alle Stapel gucken, manchmal stehen die alle miteinander im Zusammenhang. Und was ja manche auch machen, dass sie hier einen mit anderen Menschen reingeben, hier sich selber sehen und da noch jemand. Also ich will euch jetzt nicht verwirren, aber ist alles möglich. Gut, dann starte ich jetzt mal mit dieser übergeordneten Wochenenergie, die jetzt so für uns alle gilt. Und dann schauen wir mal, wer uns begleitet, welcher Hinweis hier kommt von den sirianischen Starseeds. Was kommt für eine Info? Wunderbar, die Neun der Kristalle, der Kelche. Die Neun der Kelche, Kristallgläser wollte ich eigentlich sagen. Und zwar, das ist ganz, ganz wunderschön. Also du siehst hier diesen Mann, der sitzt in so einem Tempel. Das ist der Tempel, Führer, also der macht eine Führung im Tempel und da scheint dieses göttliche Licht rein und scheint auf diese Kelche. Und das heißt, du schaust auf alles, was du schon erreicht hast. Die Kelche stehen ja auch für die Gefühle. Du hast einen großen Gefühlsreichtum. Du hast schon das ein oder andere Hindernis überwunden und deine Gefühle schon gemeistert. Das ist eine wunderschöne Energie. Also da liegt auch so ein göttlicher Segen drauf, so ein Licht fällt rein. Das heißt, du hast auch wirklich schon ganz viel an dir gearbeitet, bist auf deinem Weg vorangekommen und ja, das göttliche Licht bescheint dich und die Zehn der Kelche ist praktisch das Höchste und du bist halt schon bei der Neun der Kelche. Was hast du denn für ein Gefühl, was in deinen Kelchen sich schon alles angesammelt hat? Worin schätzt du deinen Gefühlsreichtum? Hast du ganz viel Liebe, hast du ganz viel Mitgefühl, ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Freude, ganz viele Segnungen in deinem Leben, wo du dich einfach gesegnet fühlst mit wunderbaren Freundschaften, Bekanntschaften, Arbeitsplatz, Gaben, hast du viele Gaben. Alles das kannst du jetzt würdigen und anschauen. Also du bist schon sehr weit gekommen und es ist auch eine Fülle, ein Gefühlsreichtum schon vorhanden. Also du bist schon ganz toll. Also kann ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Du kannst jetzt nur noch mal reinspüren, also welche Situationen, Freundschaften, Beziehungen dich wirklich in der Tiefe befriedigen, zufriedenstellen, dich glücklich machen. Dass du das auch noch mal siehst, wie gesegnet du bist. Okay, ups, stehst du da? So, die stelle ich mal dahin. Dann haben wir von Naturgeister-Orakel eine Karte. Da kommt die Karte. Dankbarkeit und Wertschätzung, das passt sehr gut zu der Karte, die wir gerade hatten. Also in dieser Woche ist es sehr gut, alles zu würdigen, wofür du dankbar bist. Und die Einhörner, die haben ein sehr hohes Bewusstsein und das ist so süß. Dieses kleine Mädchen kriegt hier einen Einhornbussi. Ja, und die Einhörner werden dich begleiten und die Naturwesen, je mehr du dein Leben würdigst und schätzt. Und natürlich auch draußen die Fülle, die Üppigkeit der Natur. Wir haben gerade die schönste Jahreszeit
Zeit, also nicht nur arbeiten, geh auch in die Natur und sei dankbar für diesen schönen Planeten. Es gibt auch Planeten, da gibt es nicht so schöne Bäume und wir haben hier einen wunderbaren Planeten und sei dankbar für alles, spreche wertschätzend, sei dankbar für dich, für alles, was du geschafft hast, für alles Gute in deinem Leben. Schauen wir, was noch kommt. Neue Erfahrungen und Möglichkeiten werden sich dir öffnen. Eine Frau auf dem Pferd, die nach oben greift, zu Früchten oder zu Blüten. Und du siehst, es sind so viele Früchte und Blüten. Also es gibt so eine Fülle, so eine Vielfalt. Das ist ein sehr schöner Beginn für diese Woche. Also das klingt nach Fülle, nach Freude, nach Feiern, nach Festen, nach wirklich neuen Begegnungen, nach positiven Ergebnissen. Das klingt so wunderschön. Das klingt doch echt gut. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich freue mich gerade. Dann haben wir hier die Isis-Karte. Was spiegelt sie uns denn? Es geht um die hohe Priesterin. Mysteries revealed in the eye of Isis. Also es ist eine Priesterenergie, die zu dir kommt. Von der also Isis ist ja eine hohe Priesterin. Und dass auch du in dir praktisch immer mehr diese Eigenschaften der Hohepriesterin lebst. Eine Hohepriesterin ist eine Frau, die aufrecht geht, die würdevoll ist, die ja auch magisch, mystisch ist, die ihre Schönheit zeigt, die auch ja, mit der Kraft der Worte arbeitet, mit Ritualen, schönen vielleicht Naturritualen. Ja, die benutzt auch die Kraft der Elemente, die Kraft der Sterne, dass sie sie unterstützen. Also du weißt schon, wie du praktisch weiterkommst im Leben, wie du mit dem Universum zusammenarbeitest. Ja, das heißt, du hast da schon ganz schön viel gelernt. Was gibt es noch über diese Karte zu sagen? Also wenn die Isis jetzt kommt, ja, dann heißt es, dass es noch mehr Mysterien gibt, noch mehr Mystisches, was jetzt in dein Leben einziehen will. Wenn du sagst, ich habe noch nie ein Ritual gemacht, probier es doch mal aus. Das muss ja nichts Aufwendiges sein. Und wenn du nur etwas Schönes aufschreibst, ein Dankbarkeitsgebet oder einen Wunsch an die Engel, was zum Beispiel sehr schön ist, ist so ein Dankbarkeitskästchen oder ein Gotteskästchen. Also ich habe so ein Dankbarkeitskästchen mir mal gemacht, das habe ich in einem Buch gelesen und eine Freundin hat ein Gotteskästchen und da schreibst du praktisch alles rein, wofür du dankbar bist, immer auf einen Zettel und ich habe halt auch Themen reingeschrieben, wo ich noch nicht hatte und dann habe ich immer mal wieder nach ein, zwei Jahren reingeschaut, oh, das hat sich erfüllt, das hat sich erfüllt, danke, dann habe ich den Zettel rausgenommen und das Schöne ist, dass man dieses Kästchen sollte schön sein, es sollte irgendwie verziert sein, an einem Ort stehen, wo du immer hinschaust. Und es ist auch eine Magie, eine Wunschmagie. Ja, aber wichtig ist mir auch nochmal hier zu sagen, weil wir ja eine Liebeslegung haben, dass du bitte den freien Willen anderer Menschen beachtest und dir für dein Leben Glück wünscht. Und du kannst anderen Menschen Glück wünschen, aber versuche nicht durch Rituale, andere Menschen an dich zu binden, die einen anderen Weg gehen wollen. Also sei jetzt nicht traurig, wenn du das hörst, aber es ist sehr wichtig, wenn du weißmagisch arbeiten willst, dass du den freien Willen respektierst und niemanden an dich bindest, der frei sein will, weil das wird nicht gut werden. Ist meine Meinung. Ich weiß, es gibt andere Aussagen, dass man das alles mit irgendwelchen magischen Ritualen hinbiegen kann. Ich bin da nicht der Meinung, was man machen kann, wenn jemand halt seine Gefühle nicht fühlt und da abgeschnitten ist, dass man da halt darum bittet, dass die Gefühle fließen, aber immer bitte zum höchsten Wohle aller und auch, dass der freie Wille der anderen Person immer respektiert ist. Das ist ganz wichtig, weil sonst mischst du dich in ein Karma ein und es kann sich wirklich auch auf dich negativ auswirken. Es ist wichtig, dass du sagst, ich möchte meinen Liebespartner finden, ich möchte glücklich sein, ich möchte gesund sein, immer von dir ausgehend, das Positive. Ich wünsche mir, dass ich mit dieser Person glücklich sein kann, dass praktisch du alles dazu tust, dass das funktioniert, aber du kannst nicht steuern, ob eine andere Person jetzt wirklich
sich dann so und so und so entwickelt. Also man darf Engel schicken, man darf bitten, aber auch da hat der Mensch den freien Willen zu sagen, ich rolle jetzt meine Ohren ein. Ich weiß, das wollt ihr jetzt nicht hören, aber ich muss es erklären, es ist wichtig. Wir wollen uns nicht noch weiter negatives Karma aufladen. Manche sagen auch, es gibt kein negatives Karma mehr, aber ich glaube, es ist wichtig, die Freiheit des anderen zu respektieren, komplett in deiner Freiheit, in deiner Kraft zu sein. Und dann wirst du auch das anziehen, was zu dir kommen soll. Meine persönliche Meinung, vielleicht teilst du die nicht, das respektiere ich auch, aber es ist immer wichtig, zum höchsten Wohle des Ganzen zu wünschen. Gut, das musste ich jetzt mal hier ausholen gerade. Bitte, die Isis sagt auch, bitte lass dein Herz immer geöffnet und warte auch geduldig auf diese Dinge, die dann zu dir kommen. Die Geduld ist auch wichtig. Eine Hohepriesterin ist eine, die weiß, dass das zu der Zeit kommt, wo es dran ist. Die nicht ja, drückt und zieht und manipuliert. Das macht die nicht. Die ruht in sich. Sie versteht, dass die Sterne ihre Zyklen haben, alles ihren Rhythmus, seinen Rhythmus hat, alles seine Zeit braucht. Und diese Kraft kommt jetzt zu dir. Dann haben wir noch einen Engel. Bin ich jetzt gespannt. Oh, Machidil. Oh, das ist ein schöner Engel. Schau mal, ist das jetzt bewegend? Du siehst eine Frau. Sie schaut sich nochmal um. Und der Engel ist bei dem Mann und nimmt den Mann in den Arm, der den Kopf gesenkt hat und auch ein bisschen traurig aussieht. Also, oh, das steht. Upsala, steht jetzt hier nicht so. Ich lese mal nach, was der Machidil macht. So, haben wir das Buch. Davon. Hier ist das Buch. Und zwar haben wir da Rot. Dann ist es eine rote Karte. Dann schätze ich mal, dass wir das Feuerelement haben. Seite 63, Nummer 8. Da gucken wir jetzt mal, was dieser Engel macht. Ich habe ihn gefunden und werde ihn dir vorstellen. Ja, und das ist ein ganz tolles Kartenset. Ich habe die immer unten verlinkt, die Karten, in der Reihenfolge, wie ich sie hier ziehe, ja? Wie ich sie hier hingelegt habe. Also, Machidiel ist der Engel vom März, also er hat mit dem März zu tun und für alle Menschen, die im März geboren sind, und er hilft dir, mutig zu sein. Gerade jetzt wahrscheinlich für die Männer, wirklich sich mit den Gefühlen in Kontakt zu setzen, da braucht man ja Mut. Das ist wunderschön. Also er hilft Menschen gerade, genau, das steht auch hier so, in der Liebe mutig zu sein und zueinander zu finden. Okay, was steht hier noch über Machidil? Die Frau geht ja schon langsam weg und sie ist traurig, das sehen wir ja. Und er wird auch Prinz Machidil genannt und er vermittelt. Wenn wir diese Karte bekommen, dann heißt es auch, dass wir jetzt Mut bekommen, etwas zu tun. Wenn jetzt vielleicht es schwierig ist, vielleicht, dass auch du Mut bekommst, über deine Gefühle zu sprechen, auch wenn der andere es sich nicht traut, dass du dich jetzt hier nicht so abwendest und einfach weggehst, sondern sagst, schau mal, mir geht es gerade so, aber ich hab dich so gerne. Ich würde so gerne mit dir mehr zu tun haben. So geht es mir, dass du, wenn der andere sich nicht traut, dass du dann nicht die gleiche Reaktion machst, dich umdrehst, und sondern dass du dann mutig bist. Und die Engel sind aber auch bei ihm und geben ihm auch Mut. Genau, bekomme Bewusstsein dafür, was genau in dir vorgeht, wo du praktisch aufgeben willst. Versuche, die guten Qualitäten im anderen zu stärken. Sei dankbar. Und konzentriere dich darauf, was du möchtest. Also ich sag mal so, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern klar ausgerichtet bleiben. Was möchte ich? Ich möchte diesen Menschen. Ich möchte diesen Menschen in meinem Leben. Also werde ich doch nicht einfach nichts tun und sondern ich werde auch dann den Mut haben, vielleicht mir das einfach zu wünschen und es mich zu trauen oder eine Handlung vorzunehmen. Okay? Gut.
Er bringt dir Mut und er gibt deinem Gegenüber Mut. Aber da wir ja meistens, wir Frauen, eher die Gefühle anschauen, auch wenn hier Männer zuschauen, bist du wahrscheinlich auch ein Mann, der eher schon mit den Gefühlen sich beschäftigt. Das gibt meistens einen in der Beziehung, der aus der Kindheit oder so gelernt hat, Gefühle besser wegzudrücken. Und diese Menschen brauchen großen Mut, um wieder hinzuschauen, ja? Das ist nicht so einfach für die. Dann habe ich jetzt hier noch eine lemurische Karte, aber die Engel begleiten euch und das ist der Engel Marsilie. Jetzt habe ich hier eine lemurische Karte und ich will noch vorneweg was sagen, bevor ich die umdrehe. Und zwar danke ich hier der Christina Soraya und dem Roland, dass sie mir ein neues Kartenset zur Verfügung gestellt haben. Es gibt eine zweite Auflage davon. Die Farben, finde ich, sind noch mal kräftiger und ist noch mal so ein bisschen neues Booklet drin. Also danke dafür, dass ihr mich da ausgewählt habt, weil euch das gefällt, wie ich mit euren Karten arbeite. Und die sind jetzt wirklich noch mal sehr viel schöner, sind auch unten drunter verlinkt. Vielen Dank dafür. Ich werde jetzt mal schauen, was kommt. Es geht um Hingabe und Verwandlung. Na, das passt ja gut. Erst kommt der Mutengel. Und es geht auch natürlich darum, sich da hinzugeben, diesen Gefühlen und es zuzulassen, dass sich was verwandelt, dass wir dann doch hinschauen. Und hier ist auch viel Lila drin, in dem Blau ist auch Lila drin. Also es braucht wirklich Mut, Gefühle anzuschauen, die man ganz lang weggedrückt hat. Es braucht sehr viel Mut. Und ja, auch für dich, wenn dein Partner jetzt da vielleicht noch nicht seine Gefühle anschauen kann, dann bitte ich dich auch, Mitgefühl zu haben und in deine Priesterqualitäten zu gehen, einfach und Geduld zu haben, dass du dir klar machst, wie lange dieser Mensch vielleicht seine Gefühle nicht fühlen wollte und sie abgeschnitten hat und dass das nicht von heute auf morgen einfach ganz einfach ist, so dem anderen Einblick zu geben ins Gefühl. Leben, wenn man das noch nie wirklich getan hat, dann ist es nicht so leicht. Ich lasse mal den Engel, seht ihr den hier auch noch stehen? Ja, und diese Priesterkarte ist sehr, sehr schön, Priesterinnenkarte. Also, dass du jetzt mehr in deine Priesterinnenqualität gehst und einfach auch in ihm die Verwandlung zulässt, dass du in die Hingabe gehst. Es passiert etwas hinter den Kulissen, vielleicht siehst du schon erste Zeichen, vielleicht fühlst du es nur, vielleicht kannst du noch nichts sehen, weil ihr keinen Kontakt habt, aber dein Herz sagt, oh, es fließt jetzt mehr, es ist leichter geworden. Je nachdem, wo du stehst, das weiß ich ja nicht, spür mal hin. Jetzt schauen wir weiter. Das war jetzt so die allgemeine. Und jetzt starten wir hier in diesen Stapel, wenn du diesen milchig-weißen Stein gewählt hast. Ich trinke noch mal. Ist schon wieder ganz heiß heute. Was Schönes. Das freut mich auch. Okay, jetzt habe ich hier für dich, also für den, der zuschaut, für die eine Karte von Keepers of the Light. Schauen wir mal. Dich begleitet der Heilige Geist. Ist ja eine wunderschöne Karte. Du bekommst hier so einen Frieden, so einen Segen, dass du ruhig werden kannst. Und du darfst Wunder erwarten, steht auf dieser Karte. Ist das nicht schön? The Holy Spirit. Also der sagt zu dir, du darfst jetzt Wunder erwarten. Öffne dich für dieses Wunder. Er schickt dir das Wunder, siehst du über die Hände. Erinnere dich, dass nur Liebe real ist. Genau, vergiss deine Ängste. Erinnere dich daran, dass nur Liebe real ist. Wunder werden auf deinem Weg natürlich erscheinen. Du bist jetzt wieder mit dem Geist verbunden. Also du hast nochmal eine stärkere Verbindung bekommen, mit dem Heiligen Geist sozusagen. Und auch mit deinem höheren Selbst, mit dem Himmel wieder, bist du mehr verbunden und dadurch kehrt natürlich Frieden auch ein. Und das passt auch ganz gut zur Isis, finde ich. Dann haben wir hier einen Hinweis von Avalon für dich. Avalon ist auch eine, ja, eine magische Energie, eine Energie, die in deinem Herz stattfindet. Eine, ja, Avalon soll es ja mal wirklich gegeben haben. Ich habe auch schon schöne Bücher drüber gelesen, aber ich habe das Gefühl, Avalon ist noch in uns. Es ist wie eine Erinnerung, die wir in uns alle tragen. So wie auch Atlantis und Lemurien.
irgendwie in unseren geistigen Zellen abgespeichert sind. Schauen wir mal nach. Wow, du bekommst das Schwert Excalibur. Das ist sehr, sehr schön. Die Wahrheit ist zuweilen scharf wie eine Klinge eines Schwertes, wie die Klinge eines Schwertes, aber sie ist unumgänglich auf dem Weg der Freiheit. Finde deine eigene Wahrheit. Also da stellt sich jetzt hier bei dir so eine Klarheit ein. Du wirst nochmal auch Erkenntnisprozesse haben, tief in deinem Herzen. Das ist auch hier viel Grün zu sehen. Vielleicht auch in der Natur, aber ich habe das Gefühl, das ist etwas, was in dir stattfindet, wo du nochmal Dinge erkennst über die Liebe, welche Glaubenssätze vielleicht auch dich nicht fördern, welche dir einfach auch gar nicht helfen. Die kannst du auch mit diesem Schwert direkt abtrennen. Solltest du dir Dinge sagen unbewusst wie, ja, ich sag mal so zum Beispiel, ja, mit der Liebe, das wird sowieso nichts mehr hier mit mir. Die haben mich hier irgendwie vergessen. Tu das weg. Nimm dieses Schwert, zack, hau das raus. Und es kann auch schon wehtun, wenn du siehst, ich denke wirklich so über mich. Und ich will das jetzt eigentlich nicht mehr. Aber diese Priestereigenschaften kannst du auch nur bekommen, oder Priesterinneneigenschaften, wenn du ehrlich bist. Wenn du wirklich brutal, hart, aber liebevoll dabei, klar hinschaust. Also nicht so Blümchenwasser drüber kippen, Teppich drüber, sondern wirklich schau nach, wie denkst du oder wie denkt es in dir, und dann bringe das in Heilung und kläre das. Die Wahrheit ist zuweilen scharf, aber du kannst das nicht ändern, wenn du nicht hinschaust. Also das bekomme ich jetzt hier bei dieser Karte, und es kommt Heilung, Erleichterung rein, weil du auch viel mehr mit deiner Seele, mit dem Himmel wieder verbunden bist, und dann kann Heilung passieren, denn Liebe ist das, was existiert, und wenn du erkennst, dass du Dinge mit dir herumgetragen hast, die nicht stimmen, dann kannst du sie jetzt loslassen, dann kannst du sie gehen lassen, und dann weißt du wieder, die Liebe ist real, die Liebe ist immer da. Ich erkenne das jetzt. Unabhängig von Personen im Außen, das ist etwas, was in dir stattfindet. Dann schauen wir mal hier. Kommt da für dich. Gib der Liebe eine Chance. Ja. Nachdem du festgestellt hast, wo du selber bei dir sozusagen vielleicht mit dir nicht gut redest, kannst du auch nochmal ins Außen gehen und schauen, wo du zu schnell zweifelst, wenn jemand nicht so reagiert, wie du das gerne hättest, wenn er nicht diese Reaktion bringt, dass du dann einfach merkst, ja, ich bin noch die, die zweifelt an der Liebe, aber jetzt entscheide ich mich für die Liebe. Ich möchte wieder der Liebe vertrauen. Und du siehst hier dieses Boot, was einer schönen Zukunft entgegenfährt, und in diesem Boot sitzen zwei Leute drin. Nicht einer, sondern zwei. Und es ist ganz sicher, dass dieses Boot in die Liebe fährt, in die Hoffnung. Du siehst hier diese Regenbogenfarben. Ja, wenn wir beginnen, wirklich zu lieben, verändert sich unser Leben. Und das sieht sehr gut aus. Das klingt nach einer großen Chance, nach einer Öffnung in dir, wo du auch nochmal wirklich sagst, ich gebe mich auch hin. Auch wenn der Prozess jetzt gerade wehtut. Auch wenn ich merke, ich habe Angst oder ich zweifle schon wieder. Was denke ich da? Gib dich hin. Renn nicht weg vor diesen Gefühlen, sondern geh liebevoll mit diesen Gefühlen um. Schau sie an. Ja, wie dieses Schwert. Also Erzengel Michael hat auch ein Schwert, der rennt nicht weg, der bleibt da stehen. Der nimmt dieses Schwert und bleibt standhaft. Und bleibe auch du standhaft und sei liebevoll mit deinen Gefühlen. Okay, gut. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht zu klar gesprochen ist, aber es kommt halt so. Dann schaue ich jetzt hier bei deinem Gegenüber, wie es ihm geht, was bei ihm passiert, damit man das besser versteht. So. Da liegt die Karte Trennung. Kein Schreckkriegen, nicht umfallen. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Krieg keine Angst, wenn diese Karte kommt, ja? Die kann jetzt wirklich einfach heißen, dass ihr räumlich getrennt seid, dass jemand sich emotional gerade ganz woanders befindet, weil er sehr beschäftigt ist, eingebunden ist zeitlich. Es kann in einigen Fällen, in wenigen sein,
dass jemand sich vorübergehend trennt, aber hinterher nochmal spürt, da ist ja die Liebe. Ich bin ja nur vor meinen eigenen Gefühlen weggerannt. Ich halte es nicht aus ohne diese Person. Aber dann hab auch du, wie Isis, das Vertrauen, dass du nicht alles hinwirfst, sondern vertraust. Was zusammengehört, wird zusammenfinden. Und es gibt auch keine wirkliche Trennung. Energien fließen immer und wir sind verbunden. Also, diese Karte, ich habe die schon mehrmals gehabt und es ist keine Trennung passiert bei diesen Personen. Das kann wirklich einfach bedeuten, dass jemand gerade nicht da sein kann, nicht mit dir reden kann, nicht weiß, wie er die Worte rauskriegt, sich immer wieder zurückzieht, weil er das mit den Gefühlen nicht hinbekommt, weil er nicht weiß, wie mache ich das. Diese Liebe ist so groß, das macht mir doch Angst und ich will doch da auch nicht hinschauen. Okay, also dann habt da bitte auch Mitgefühl. Ich weiß, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach, aber du wirst das schaffen. Du kannst einfach auch hier für dich diesen Engel rufen, der dir Mut gibt und Kraft. Machidiel, okay, der tröstet dich, er nimmt dich an die Hand. Aber du kannst auch Mutter Maria rufen. Mutter Maria ist auch wunderbar. Okay, dann, was kommt noch bei ihm? Ich verzeihe dir, kommt die Botschaft. Vielleicht hattet ihr einen Streit, ich weiß es nicht. Und wenn jemand, sage ich mal, jetzt nicht gut umgehen kann mit seinen eigenen Gefühlen, weil er die eher verdrängt, und wenn dann sein Gegenüber, also du jetzt, sage ich mal, wegen dieser Situation ausgerastet bist, vielleicht auch Schluss gemacht hast, weil du sagst, dieses Hin und Her mache ich nicht mehr mit, es tut mir so weh, oder dass da noch eine andere war oder die Ex oder was, dass deine Gefühle so vulkanmäßig, drachenmäßig hochgekocht sind. Also ich meine jetzt drachenmäßig nicht so negativ. Ich liebe Drachen, aber Drachen haben so eine Feuerenergie, ja. Und das kann ja gerade jetzt noch meine Person, die jetzt eh schon mit Gefühlen nicht so kann, extremst erschrecken. Also er verzeiht dir oder sie. Und die Liebe ist da und das passiert ganz viel unter der Oberfläche, okay? Er erkennt auch, dass er selber damit was zu tun hat und ja, das finde ich sehr toll. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Karten von Heilung, Gaben, Gnaden, Gabenkarten oder Ego-Verstrickung. Wir schauen mal nach, vielleicht verstehen wir noch ein bisschen mehr. Da haben wir einmal die Karte sich über Probleme erheben. Also da passiert jetzt Heilung, das ist eine Heilungskarte. Du siehst, auf einer Seite sind schon hellere Farben und grün und gelb. Und auf der anderen Farbe, auf der anderen Seite haben wir lila. Da heißt, da wird was transformiert. Du siehst hier auch jemanden, der keine Kleidung trägt. Es könnte dann um körperliche Themen gehen, so Sexualitätsthemen, Nähe, Distanz, Schuld, Scham, Lust, Erotik, alles diese Themen. Wie gehe ich damit um? Welche Themen habe ich aus der Familie damit? Das wird jetzt alles geheilt. Also er wird hoch abgeliftet, hochgehoben und Heilung findet statt. Hab Vertrauen, auch wenn ihr vielleicht gerade nicht redet, dass da ganz viel rausgeht und Heilung passiert. Was kam denn noch für eine Karte? Ja, schön. Es geht bei ihm gerade oder bei ihr um viele Kindheitserinnerungen und es ist auch eine Gnadenkarte. Es gibt positive Erinnerungen. Es gibt Dinge, die zurückkommen, die abgeschnitten waren, die eine gute Kraft geben, wo wieder. So ähnlich wie bei dir mit dem Holy Spirit, wo wieder sowas, so eine Seelenverbindung zustande kommt, auch zum inneren Kind. Das ist wunderschön. Also da passiert wirklich was. Und auch wenn dieser Mensch jetzt noch nicht darüber reden kann oder sich einfach nicht rührt, weil da braucht man erstmal Mut, dann habt bitte Vertrauen. Ich lege euch jetzt hier noch von der Nima. Inspirationskarten, diese kleinen Farbkarten drauf, die sind ja mit Ho'oponopono-Energie, die lege ich zwischen euch hin und die können dann da fließen. Bin ich gespannt, was ihr für Impulse bekommt, die euch unterstützen. Hier mal eine und da noch eine. Gut, und schauen wir nach. Dann haben wir als erstes, es geht um Familienthemen und schauen wir beides mal dieselbe Karte. Wunderschön, Apricot. Also es geht um Familienthemen und um Geldthemen, um Fülle-Themen.
Also hier gibt es Heilung in Bezug auf die Familie. Die Ahnen werden jetzt viel mehr geehrt. Also da kommt Heilung rein, dass man sieht, wie wichtig die Vorfahren auch sind und da wieder mehr an die Wertschätzung geht, weil aber etwas geheilt ist, kann man das jetzt so sehen. Und das Ganze führt zu viel mehr Fülle, zu Vertrauen natürlich in die Schöpfung. Überall, wo man hinschaut, sieht man jetzt die Freude, die Fülle. Das passiert bei euch beiden und es hilft euch beiden. Und diese Energie fließt hier zwischen euch. Vielleicht habt ihr beide Familienthemen, hat ja eigentlich irgendwie jeder. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der keine Themen hat mit der Familie, weil sich das ja auch durch die Ahnenlinie so durch die alle durchzieht. Selbst wenn mit deinen Eltern alles gut war, kann es sein, dass die Kriegsgeneration einfach mit Vertreibung und anderen Themen zu tun hatte. Und das löst sich jetzt raus bei euch, die Familienthemen, die auch mit Geld zu tun haben. Das finde ich doch total toll. Jetzt schauen wir zum zweiten Stapel, wenn du hier den Bergkristall gewählt hast. Der steht ja auch für Klarheit, ne? Schauen wir mal. Was hast du denn dies, glaube ich, auf dem Kopf? Ja, da kommt der Odin. Der Odin ist ja auch für hellseherische Fähigkeiten. Der hat ja ein Auge, was verletzt ist. Und das ist sein linkes Auge. Und der Odin kann halt auch immer in die Anderswelt sehen. Und der Odin geht mit dem Raben, der auch für Magie steht. Haben wir sie wieder, die Magie? Und er hat ja auch am Helm die Rabenflügel dran, ja? Also Odin wird dir wirklich noch mehr hellsichtige Einsichten gewähren, hellsichtige Einsichten. Also eine klare Sicht wird er dir gewähren. Du hast ja eh den Bergkristall hier gewählt, dein drittes Auge wird jetzt mehr geöffnet. Und du siehst die Wahrheit so, wie sie ist. Und du darfst deiner Intuition folgen. Das ist deine Energie. Wunderschön, vielleicht siehst du in Träumen Dinge voraus oder du weißt einfach Dinge, du hörst einfach Dinge und spürst vielleicht einfach, wann es wie deinem Gegenüber geht, ohne dass du das weißt. Also ich stelle es auch manchmal fest, dass ich manchmal auf was antworte, wo das nonverbal geflossen ist, was mir gar nicht klar ist, wo dann andere, die das nicht, sag ich mal, nicht gehört haben, sagen, hä, wieso sagst du das jetzt zu dem? Aber wir beide verstehen das dann schon. Aber andere Menschen, denen ist es manchmal nicht klar. Mir ist es ja selber manchmal nicht klar, dass das so telepathisch läuft. Das geht ja so wie automatisch. Vielleicht kennst du das, dass du einfach weißt, oh, heute geht es ihm so, jetzt geht es ihm so, jetzt denkt er darüber nach. Vielleicht kennst du diese Eingebung oder mit anderen Menschen. Und wenn du beraterisch tätig bist, dann wirst du das eh auch schon viel mehr auch in deine Arbeit benutzen können oder wo auch immer du arbeitest. Das ist sehr hilfreich, einfach sich in Menschen einzufühlen damit. Gut, dann schauen wir mal, was noch kommt von Avalon für dich. Magisches Avalon. Magisches Avalon, sage ich gerade. Und hier steht dieser Oberdruide mit den ganzen Feuerkelchen und dem Drachen. Und er kommt hier aus so einer, ich sag jetzt mal fast Baumvagina, Entschuldigung, aber es sieht so aus, heraus mit seinem Zauberstab und er sagt, es geht jetzt hier um deine Bestimmung, dass du deiner Bestimmung entgegengehst und folge dem goldenen Weg deiner Seele, hör auf dein Herz und erkenne mit jedem Schritt, wer du bist. Und das hat auch ganz viel mit unserer Liebesbeziehung auch zu tun, finde ich. Wenn wir unseren Weg wirklich gehen, ermuntern wir auch dazu, unseren Partner dazu, er selbst zu sein oder sie selbst zu sein. Geh du jetzt ganz deinen Weg, nimm ein bisschen auch noch mal den Fokus weg vom anderen und schau ganz, was will deine Seele. Und du hast ja hier noch das dazu. Und das ist ja auch, also der Odin ist so ein alter Gott und du hast jetzt hier noch diesen magischen Druiden. Also da wartet eine große Seelenaufgabe für dich und dein Feuer brennt hier und die Drachen stehen und warten und es öffnet sich etwas aus der Tiefe der Erde, kommt vielleicht auch noch ein ganz altes Wissen zu dir. Wunderschön und vielleicht hast du auch große Beziehungen zur Natur, zu Bäumen oder Schamanismus, Trommeln, Singen, Tanzen, alles diese Dinge und spür hin, wo es deine Seele hinzieht, wenn du glücklich bist und das verströmst. Und teilst, dann fließt das automatisch in dein Leben, in deine Beziehung und wieder zu dir zurück. Okay, dann schauen wir hier, was noch für dich kommt. Schenkt euch kostbare Zeit.
Ja, wie schön. Also so ihr so in Kontakt steht, dass ihr euch Zeit schenken könnt, dann organisiert euch doch ein schönes Treffen, Mondenschein, ein paar Küsse, ein Zusammensein. Mit unseren Partnern in wichtigen Beziehungen müssen wir uns unbedingt Zeit nehmen, einander zuhören und miteinander reden. Also auch wenn du hier vielleicht deiner Bestimmung und Ausbildung um Ausbildung und üben, 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 arbeiten, arbeiten, arbeiten nachläufst, ist es auch wichtig, dass du auch schaust, wie viel Zeit nehme ich mir für meine Liebe mit den Mitmenschen, also nicht nur deinem Partner, sondern auch Seelenfreunde, Seelenpartner, Familie, die dir ganz am Herzen liegen. Es ist auch wichtig, dass du nicht zu strebsam bist, sondern auch ein bisschen Leichtigkeit und Freude dir damit einbaust und ab und zu mal die Seele baumeln lässt. Und natürlich hier mit euch beiden wünsche ich euch, wenn ihr zusammen wohnt oder verheiratet seid oder euch seht, dass ihr es einfach schafft, ab und zu mal alles liegen zu lassen und Zeit miteinander zu verbringen. Auch wenn man gemeinsame Kinder hat und vielleicht jeder selbstständig ist und man zu tun hat, dann ist es nicht so einfach, immer einen Termin zu finden, aber dann macht euch doch einfach einen aus. Man macht sich ja auch andere Termine aus, ne? Soll es nicht gehen kann, dann, ja, dann widme einfach auch deinen Seelenpartnern, deinen Herzensfreunden auch Zeit und kannst auch innerlich mal darüber lächeln. Aber sei im Vertrauen, wenn du jetzt keine Reaktion bekommst. Wir schauen gleich nach. Okay. Gucken wir mal, was bei ihm kommt. Oder bei ihr. In Bälde. Ich mache ja schon. Ich bin am Machen und Tun. Ich tue doch so viel. Du kannst es vielleicht nicht sehen, aber ich tue sehr viel. Okay, hab Vertrauen. Gibt sich schon ganz doll Mühe. Oh, da kommt als Geschenk Wertschätzung. Also du bist ihm sehr wichtig. Er sieht, wie wertvoll du bist und vielleicht auch, wenn du ja Dinge tust, die gut sind für die Welt, für andere, einfach wie großartig du bist. Vielleicht ist ihm so etwas Wundervolles noch nie begegnet. Jemand, der mutig ist, der etwas tut, was andere nicht sich trauen, der Dinge anspricht, der ja vielleicht Druidentum, Schamanismus, Heilen, was auch immer du tust, mutig ist. Also da kommt eine große Wertschätzung. Ich spüre das jetzt einfach als Wertschätzung für deine Seele und dass du dich auch in seine Richtung verströmst. Das ist eine große Wertschätzung, die er dir sagt. Ich finde das total schön. So. Okay, und dann schauen wir hier noch, was da gekommen ist. Sich unzulänglich fühlen. Das ist noch, wo praktisch gerade im Hintergrund dran gearbeitet wird. Du siehst ja hier, die anderen haben alle Spaß und tanzen. Und hier ist irgendwie jemand, der meint, aber ich bin da irgendwie nicht dazu in der Lage für Glück. Irgendwie bin ich nicht gemacht. Ich habe es nicht so drauf mit glücklich sein. Also da ist jemand, wo das Ego praktisch ein bisschen den an der Nase rumführt, der meint, man kann es nicht. Vielleicht kennst du das, dass dein Partner häufig sagt, ja, ich kann das sowieso nicht. Glaubt nicht so ganz an sich, aber du bist jemand, der strahlt, der ihm Mut macht, der ja auch wie so eine Hohepriesterin einfach da wie so ein Licht. Turm, wie so ein Leuchtturm steht. Und natürlich, wenn jemand sich jetzt hier sehr unzulänglich fühlt und du bist vielleicht jemand, der irgendwie mit Engeln arbeitet und alles so Dinge macht, da fühlt sich da jemand, der sowieso sich nicht gut fühlt, gleich noch popliger, sage ich jetzt mal. So, weißt du, ich schaue jetzt nochmal nach, was diese Karte da für sich unzulänglich fühlen. Also, wenn man diese Karte bekommt oder er jetzt oder sie, fuchtelst du entweder wie wild herum vor Unzulänglichkeitsgefühlen oder du hast diese Verschwörung mit der Kompensationsverschwörung zugedeckt. Das heißt, das kann jemand sein, der sich total viel beschäftigen muss, ganz viele Dinge machen muss, damit er dieses blöde Gefühl nicht wahrnimmt. Also jemand, der sich ablenkt, der vielleicht Süchte entwickelt oder Workaholic, irgendwas kompensiert, damit er dieses doofe Gefühl nicht wahrnehmen muss, ja. Aber bitte bei dir, da wandelt sich auch gerade was. Es ist an der Verwandlung, deswegen dürfen wir es jetzt hier sehen. Und du darfst wie die Hohepriesterin einfach
bitte im Vertrauen sein und warten und deine Kelche da anschauen und ihm gerne oder ihr diesen Machidi schicken. Das ist sehr gut. Genau, also innerlich treibt er sich vielleicht an durch Arbeit, macht sich selber Druck, fordert dann aber auch von anderen viel in Richtung Perfektionismus, macht Stress. Also es ist so druckig alles. Und es kann sein, dass diese Person als kleines Kind ein großes Trauma erfahren hat und deshalb dann nicht hingeschaut hat und irgendwie das als Unzulänglichkeit abgespeichert hat. Da geht jetzt wirklich Heilung rein in diese Verschwörung, in dieses Ego-Thema. Und es wird immer mehr Liebe geben, es wird die Zunahme von Bindungsfähigkeit geben. Es wird praktisch Anteile werden wieder reintegriert werden und es gibt wieder eine Verbindung zu Gott. Das Ego will ja, dass man sich unzureichend fühlt, aber dieses geht jetzt praktisch raus und das Ego macht auf, dass man sich so aufbläht, dass man sich ganz wichtig nimmt und, sage ich mal, eine laute Energie hat, die für feinfühlige Menschen natürlich dann schwer auszuhalten ist. Vielleicht kennst du das. Dann kannst du jetzt verstehen, wie das zusammenhängt. Okay, also da geht jetzt Heilung auf jeden Fall rein. Gut, finde ich doch wunderbar. Jetzt lege ich euch auch noch hier so eine Karte oben drauf. Jetzt liegt hier schon mal Balance, also auch mal ausruhen. Jetzt, ich mische aber noch. Genau, für diesen Menschen wäre es wichtig, Mut zu haben, sich hinzutrauen zu den Gefühlen und nicht sich immer noch mehr Arbeit drauf zu packen, noch mehr Projekte, noch mehr Hobbys, noch mehr Verabredungen, um das nicht zu fühlen, weil irgendwann ist man total erschöpft. Und diese Gefühle sind wie kleine Kinder. Sie wollen gesehen werden. Sie kommen immer wieder. Also es wäre gut, wenn dieser Mensch den Mut hat, hinzuschauen und einfach zu sagen, Mann, ich habe das jetzt, aber ich möchte mich dem jetzt stellen, ja? Vielleicht kannst du mit gutem Beispiel vorangehen. Dann schauen wir mal. Es geht einmal um Wasser und Letting Go. Haben zwei blaue Karten. Also Wasser könnte helfen, entweder baden im Wasser, Güsse, viel Wasser trinken. Kannst du auch machen. Also genau, arbeite mit Wasser, vielleicht einen Urlaub am Meer, am See baden, im Fluss baden, neben einem Fluss sitzen, das Rauschen hören. Einfach sich mit dem Element Wasser beschäftigen oder dein Wasser programmieren mit einem Wort drunter. Und hier die andere Karte heißt ja loslassen. Das heißt, ein anderer guter Impuls kann auch sein, Wasser zu programmieren und das Ganze mit Loslassen zu unterstützen. Wenn du einfach mal eine Woche lang ganz viel trinkst, also 3-4 Liter am Tag gutes Wasser. Es gibt auch schöne Quellen, wo auch abgefüllt wird, was man sich auch kaufen kann, stilles Wasser. Es gibt auch Mondwasser oder so, wobei mich das nervös macht. Aber gut, es gibt schönes Wasser und Heilquellen. Arbeitet doch damit oder geht's gemeinsam an so einen Ort. Das würde ihm oder ihr sehr gut tun und dir auch. Vielleicht macht ihr, sollt euch ja gemeinsame Zeit schenken. Die sitzen ja hier auch auf einem Boot. Vielleicht fahrt ihr mit einem Schiff oder geht ans Meer, macht einen Wellnessurlaub mit Güssen, mit Massagen, irgendwie sowas. Das würde euch doch sehr, sehr gut tun, gemeinsam. Also dieser Mensch braucht wirklich Ermutigung, dass man ihn ins Boot holt immer wieder, dass man ihm zeigt, dass er wichtig ist. Braucht wirklich Mut, auch mit den Gefühlen umzugehen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ich wünsche euch viel Glück an diesem rosa gestreiften Achat. Schauen wir mal zu dir. Was hast du? Ja, die ist auch verkehrt rum. So. Ah, da haben wir die Lady Hope. Da kommt die Hoffnung. Ist das nicht schön? Love und Acceptance. Also Liebe und Akzeptanz kommt jetzt zu dir als Energie von der Lady Hope. Die Liebe ist deins. Erkenne in dir deinen göttlichen Wert. Wähle liebevolle Gedanken. Das ist ein Hinweis für dich. Die Lady Hope sagt, dass dich das sehr positiv unterstützt, liebevolle Gedanken zu denken. Ich muss mal wieder trinken. So. Dann, was hast du denn aus Atlantis?
Sei ein Vorbild. Wunderbar. Atlantis, Entschuldigung, Avalon. War auch mit A. Ja. Gut, wir sind hier in Avalon und es geht darum, ein Vorbild zu sein für andere. Also auch mit dieser Priesterinnenqualität zu gehen, aufrecht, würdevoll. Ja, einfach sei liebevoll. Zeige, dass du an die Liebe glaubst. Lass die Liebe aus dir erstrahlen und sei damit auch gerade den Menschen ein Vorbild, die sich das nicht trauen mit der Liebe. Sei du mutig, sei du offen, sanftmütig, lustig, was auch immer du dir von außen wünschst, geh du mit dem Vorbild voran. Das wird etwas mit deinem Gegenüber machen, auch wenn er das nicht sieht. Ihr seid energetisch immer verbunden. Wenn du loslässt, wenn du vertraust, wenn du dich verwandelst, wenn du hinschaust, dann wird dein Gegenüber das tun. Vielleicht sagst du immer, er soll doch mal und er soll doch mal und er soll doch mal. Dann bitte mach du das. Mach das, was du dir wünschst. Vielleicht findest du das jetzt auch doof, wenn ich das sage, weil du dir das ja von ihm wünschst. Wieso sollst du das jetzt machen? Hä? Aber der einzige Mensch, den wir wirklich beeinflussen können, sind wir selber. Und wenn wir unsere Resonanz ändern, dann werden wir andere Dinge anziehen. Es ist einfach Technik. Also, es ist eine Logik. Du kannst nicht machen, dass ein anderer etwas tut. Du darfst es natürlich ganz fromm mal wünschen, aber dann darfst du diesen Wunsch einfach wieder loslassen und ganz logisch, du kannst an dir arbeiten. Und wenn du dein Muster änderst, dann ändert sich automatisch auch dein Gegenüber, weil deine Frequenz sich ja geändert hat. Also so funktionieren ja auch Heilsitzungen. Also wenn dein Herzchakra eine Blockade sich rauslöst, wenn ich jetzt so Quantenheilung mache und du daraufhin einen Partner anziehen kannst, dann liegt das daran, das ist jetzt nicht irgendwie Zauberei, sondern in deinem Herzchakra schwingt es anders. Da fließt es jetzt raus und rein und dadurch kannst du frei voller Vertrauen jemand anziehen. Und so ist das immer mit Resonanz verbunden. Geh du als gutes Vorbild voran. Wenn du dir wünschst, dass dein Partner dir entgegenkommt, wenn ihr Streit habt, dann geh du deinem Partner entgegen. Wenn du dir wünschst, dass er dir mehr Geld gibt, dann gib du ihm mehr Aufmerksamkeit. Oder wenn du dir wünschst, dass er dir mehr Dinge sagt von sich, dann sag du ihm mehr Dinge. Also alles das, was du dir wünschst, gebe das du selber zuerst. Okay, dann schauen wir hier nach. Liebe umhüllt dich von allen Seiten. Liebe ist immer und überall da. Das ist wunderschön, weil das passt auch dazu, weil wenn wir jetzt praktisch denken, ich will das aber von außen haben, weil ich habe das jetzt nicht. Das ist ja sozusagen ein Mangel und deswegen willst du es ja vom anderen haben. Also eventuell, wenn du das tust, ich will das jetzt nicht behaupten, aber meistens sind wir Menschen ja alle ein bisschen ähnlich. Und wenn wir uns aber darüber bewusst sind, dass die Liebe uns umstrudelt und in Hülle und Fülle da ist, dann können wir sie ja auch zuerst geben und Liebe sein, weil die fließt ja, je mehr wir sie geben, zu uns zurück. Es gibt gar keinen Mangel. Dieser Mangel wird künstlich erzeugt in unserer Matrix. Wir werden schon, wenn wir in diese Inkarnation reinkommen, im Bauch werden wir schon informiert mit Dingen aus dem Feld, was die Mutter fühlt. Was die Ahnen, das kommt erst hier in dieser Materie, aber das ist künstlich. Es gibt immer von allem genug. Konzentriere dich auf diese Fülle, auf diesen Überfluss von allem. Und dann lass es rausströmen. Es wird zu dir zurückkehren. Okay, dann schauen wir bei deinem Gegenüber. Was kommt da? Lass dir von deinen Freunden helfen. Also hier darf jemand sich auch mal öffnen und aus diesem Ding, ich muss alles alleine machen, rauskommen und einfach mal sagen, ich habe da einen Kummer oder wie mache ich das denn? Jetzt reden wir nicht oder jetzt haben wir einen Rückzug und eigentlich bricht es mir das Herz und immer dieses Hin und Her und ich weiß nicht, liegt es an mir, was mache ich falsch? Also da ist jemand, der jetzt wirklich sagt, ich brauche hier mal Hilfe. Ich muss mal reden, ich check's nicht mehr. Und das braucht's auch gerade jetzt, wenn hier unten sind ja mehr Männer, Mut zu sagen, ich brauche Hilfe, weil Männer haben ja häufig dieses Programm, du musst stark sein, du musst alles alleine schaffen, das haben auch Frauen, ich muss alles alleine schaffen. Und es braucht für viele Menschen Mut zu sagen,
Ich brauche Hilfe. Lieber Engel, ich weiß doch nicht weiter. Das braucht Mut. Sich vorzustellen, da gibt es eine größere Kraft, die will mir helfen, die liebt mich. Wie will man sich das vorstellen, wenn man die Liebe nicht kennt oder wenn man sie vergessen hat? Also da braucht jemand Hilfe und holt sich Unterstützung. Gut, schauen wir nach, was noch für eine Message kommt. Ja, da kommt die Karte Geschenk, Staunen. Also da ist jemand, der dich bestaunt. Also du bist ein Geschenk für ihn. Und immer wieder dieses Einlassen auf die Gefühle, auf das Leben, das ist immer wieder mit so einem Staunen verbunden, mit so einem Wundern, mit so einem, ja, auch Magie. Ganz, ganz toll. Also du schenkst ihm viel. Du bist ein Geschenk. Bringst ihn zum Staunen mit deinem Wesen, mit deiner Schönheit, mit deinem in dir Ruhen, mit deinem Vertrauen, mit deinem Vorbild, was du auf einmal vielleicht stemmst, was du auf einmal machst, auf einmal loslässt, vertraust. Und dann bewegt sich was in ihm, okay? Schreib mal hier. Eine Herausforderung für ihn oder sie sind Erwartungen, also da wird es dann dicht und fest und geht eher nicht so weiter, wenn man jetzt sagt, du sollst aber und du musst. Und dann wird es gleich so fest, zieht sich das Herzchakra zusammen. So, das wäre jetzt nicht so gut, da das ist immer noch eine Herausforderung. Kann auch sein, dass dieser Mensch an dich Erwartungen hat oder an sich selber. Vielleicht, ich muss jetzt alles alleine schaffen und oder so. Spür mal rein, du wirst es ja wissen. Also Erwartungen bringen eher so nicht so eine leichte Energie rein. Also wenn du jetzt Erwartungen hast, dann versuch die doch rauszulassen und einfach mehr in die Leichtigkeit zu gehen. Denn das tut deinem Gegenüber nicht gut. Geh dann lieber mit gutem Beispiel voran. So, und schauen wir mal. Da kamen jetzt noch zwei Karten von Heilung. Gaben, Gnadenkarten, schauen wir mal, was kommt. Betriebsamkeitsverschwörung. Also da kann sein, dass jemand da ist, der einfach sich in seiner Arbeit verkriecht, weil er nichts spüren will, weil er sich ablenken will, weil er so beschäftigt ist und sich mal schnell verstecken muss vor der ganzen Welt, vor diesen Gefühlen, die sich bedrohlich anfühlen. Also da ist was jetzt auch am Auflösen und natürlich braucht es von dir dann viel Hingabe und Vertrauen, wenn jemand sich dann so entzieht und unheimlich beschäftigt ist und vielleicht immer am Verreisen und hin und her und ich kann nicht und ich muss ja Geld verdienen und es ist jetzt das so wichtig und jetzt, das Beziehung muss jetzt mal warten, ja? Das musst du jetzt doch verstehen und das Geld und das Haus und das Auto Nummer 3 und die Firma und jene Firma, ich bin beschäftigt, also das kann einem schon zum Mäusemelken bringen oder zur Verzweiflung. Aber bitte hab Vertrauen. Geh du mit gutem Beispiel voran, indem du vielleicht, wenn du auch eine ähnliche vielleicht hast du was Ähnliches laufen. Vielleicht verdrängst du irgendwie anders und vielleicht versuchst du dann an der Stelle mit deinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, okay? Du kannst es schlecht von ihm verlangen, wenn du es selber nicht tust. Okay, vielleicht stöhnen jetzt einige auf, so, was will die? Aber ja, ich meine, letzten Endes schaut ihr hier zu und ich rede ja mit dir und du kannst ja nur bei dir was tun. Und wenn du jemand bist, der auch immer verabredet ist und immer weg ist, keine Zeit hat, mach du das doch mal vor, wie das geht, so wie ein Buddha, so richtig fett. Die Buddhas sind ja immer dick, ja? Also die sitzen so drinnen in sich, sage ich immer so. So, ich sitze jetzt hier und ich sitze das aus, ich laufe nicht weg, egal was kommt. Mach du das doch mal vor, weil, ja, meditier doch mal oder sag mal, mein lieber Schatz, komm, wir meditieren 5 Minuten. Und wenn jemand noch nie meditiert hat, ist es erstmal so, oh, Gefühle, Kontakt, oh, Stille. Aber ja, wenn du das vormachst, wenn du einfach sagst, komm, oder du machst das und lebst das vor und dann auf einmal sagt er so, könnte ich doch auch mal probieren. Wäre möglich. Also was auch immer ihr da habt, wie du dich ablenkst oder wenn du sowas machst, spür mal rein. Vielleicht ist es ja auch gar nicht bewusst. Manchmal sagt man nur, das macht der andere, ich habe sowas überhaupt nicht. Aber wir haben meistens Spiegelpartner, eigentlich immer. Spiegelgesetze wirken in allen Ebenen. Und meistens das, was dich am anderen total nervt, hast du irgendwie selber auch.
gibt es wunderbare Literatur drüber, kannst du mal dich belesen, Spiegelgesetze. Ich schaue mal die zweite Karte an, was da noch kommt. Wow, Gott, Gnade, die Gottesenergie kommt. Naja, das ist toll, jetzt habe ich Gänsehaut. Also ich würde mal sagen, da hat jemand eine Begegnung und es findet Heilung statt. Ja, da bin ich wieder. Ich habe gerade gesehen, dass meine Kamera das letzte Ende nicht aufgezeichnet hat. Jetzt muss ich das nochmal aufnehmen. Also wir waren jetzt hier bei der Gotteskarte, dass da praktisch Heilung stattfindet und hier auch die Selbstablenkungsmanöver rausgehen. Und vielleicht ist das auch bei euch beiden der Fall. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch, wie gesagt, auch spiegeln könnt, dass jemand sich hier mehr mit sich und seinen Themen befasst und beschäftigt. Und Heilung eintritt und das mehr das Gefühl ist, dass man angebunden ist, mit der Schöpfung verbunden ist, wirklich, wie soll ich sagen, dazugehört, aufgehoben ist, sich den Gefühlen traut, mehr und mehr zu stellen. Allerdings kann das auch noch ein bisschen ab und zu schwanken, dass man praktisch so langsam da hineinwächst, ein bisschen mit Gott geht, dann wieder ein bisschen in das alte Verhaltensmuster zurückfällt, dann wieder mehr im Vertrauen ist und dann wieder ein bisschen hin und her. Also bitte habt da Vertrauen und Mitgefühl, wenn es nicht gleich in Ordnung ist, weil auch wir haben alle, sage ich mal, unseren Entwicklungsweg gehabt und auch nicht gleich von jetzt auf gleich praktisch so, wie soll ich sagen, komplett uns hingegeben, das braucht ja Mut und da hab bitte einfach Mitgefühl. Diese Karte ist wunderbar und freut mich total. Jetzt habe ich euch vorhin auch schon hier zwei Karten gezogen, die nehme ich jetzt auch. Ich hatte sie eigentlich gezogen, aber die Kamera hat nicht mehr gefilmt. Und die Karten, die da kamen, waren: Es geht darum, die Schwingung hochzuhalten, mit dem, was du willst, in Übereinstimmung zu kommen und das schon auszustrahlen. Und dann wirst du das anziehen, auch mit diesem Beispiel vorangehen. Das ist diese Information. Und dann, du wirst siegreich davongehen. Also das Ganze hat den Sieg in sich. Fokussiere dich auf das, wo du hin möchtest. Lebe das, auch wenn du es noch nicht hast, fühle doch das Glück schon, wie es wäre, wenn dein Partner sich zum Beispiel über Gefühle mitteilen könnte, wenn dein Partner Nähe zulassen könnte, wenn dein Partner auch nach einer Nähe nicht die Distanz wieder aufsucht. Fühle das doch schon, als hättest du das und spüre die Freude darüber. Also gehe du mit dem guten Beispiel voran. Wie hier praktisch diese Frau, dass sie nicht weggeht und sich umdreht und auch praktisch den Mann, der sich vielleicht eh verlassen fühlt, noch stehen lässt, sondern dass sie hingeht und wie Isis hier standhaft bleibt und in ihrer Priesterinnenqualität drin bleibt und Vertrauen hat und sich hingibt den Prozessen, dem Leben vertraut, den Zyklen des Universums, den Rhythmen. Einfach in deiner Weiblichkeit, die ist auch geduldig, die weibliche Kraft ist geduldig und auch nach innen gerichtet, meditativ. Ja, nähre dich aus deinen inneren Quellen und glaube daran, dass die Liebe immer da ist, auch wenn du sie vielleicht nicht so im Außen findest. Die ist in dir. Beschließe dich auf die Liebe zu konzentrieren. Gut. Dann danke ich dir und euch allen fürs Zusehen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Du kannst das Video gerne liken oder teilen. Das wäre sehr, sehr schön. Wenn es dir Spaß gemacht hat, kannst du kommentieren. Kannst mir auch schreiben, wie es dir geht. Und wie gesagt, wenn du noch eine Sitzung haben willst vor August, dann melde dich recht bald, denn die Termine sind schon jetzt ziemlich dicht. Ich drücke dich und alles Liebe von mir. Satnam.